Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Part von Brothers, A Tale of Two Sons. Im letzten Part haben wir gesehen, wie die Mutter gestorben ist und der Vater ist schwer erkrankt und dann haben sich die zwei Jungs hier auf den Weg gemacht zum Baum des Lebens und wir haben hier diesen Riesen entdeckt, der scheinbar sehr höflich ist und uns hilft, hier so lang zu hantieren und so. Aha, wir können hier also hochklettern. Mhm, sehr nett von dir, vielen lieben Dank. So festhalten. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht abstürze, weil es manchmal doch echt ein bisschen kompliziert ist mit den Beinen, mit der Steuerung und so. Aber so langsam sollten wir das da hinbekommen. Ich habe übrigens auch gesehen, dass man doch ein anderes Bildformat einstellen kann, aber trotzdem ist, glaube ich, dieser schwarze Rand rum. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich mir es vorstelle. Und nicht irgendwie in einem anderen Bildformat. Das wäre echt ein bisschen blöd. Jetzt kommt der wieder, der Riese, oder was? Mhm. Du, dir wachsen Pilze auf dem Rücken. Ah, ist in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Ja, also... Okay, was sollen wir jetzt machen? Hallo? Nicht abhauen. Ah, sehr cool. Dankeschön, das ist wirklich zu nett von dir. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert jetzt mit dem Bildformat. Ich hoffe, der hat das so angenommen, wie ich das da eingegeben habe. Und ja, wäre schon schön. Was sucht da? Ja, das Spiel, wie gesagt, ist wirklich cool gemacht. Mir gefällt es richtig gut. Achso, ich muss jetzt hier springen, oder was? Hopp. Hopp. Hier runter, oder wie, oder was? Oder... Oder hält er uns fest oder so? Oder was macht er jetzt da? Ach, wir sollen hier rüberklettern. Okay, ja. Das ist zu freundlich von dir. Warum setzt er uns nicht einfach bei sich auf die Schultern und läuft mit uns los? Wäre doch viel einfacher, oder? Meiner Meinung nach. So, mit ihm muss ich noch ein Stück rüber. Ups, da hat es gerade kurz ein bisschen geleckt. War nicht weiter schlimm. Hier kommt bestimmt gleich wieder unser Riesenfreund. Da, sage ich doch. Und wird uns wieder rüberschmeißen, würde ich mal vermuten. Dankeschön. Das ist wirklich zu nett von dir. So, jetzt muss ich hier wieder hochspringen. Da muss ich mich immer ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht plötzlich die falsche Taste drücke. Und dass ich auch nicht die falsche Taste loslasse, denn sonst liegt man unten. So. So. Ah. So. Ah, jetzt habe ich ihn weiter gesteuert. Oh Mann, ey, ehrlich. Hier ist was los, Leute. Das ist einfach episch, das Spiel. Ich finde das so toll. So, er kann jetzt hoch. Da. Und jetzt er. Ja, doch, ich komm nur, Mann. Kann doch nicht hexen. Hey, nein! Ja, ich bin nur hier. Ich bin ganz locker geblieben, ja? So, und nun? Schwimmen gehen, oder? Hallo? Riese? Was machen wir denn jetzt? Was denn? Oh, jetzt sind da uns beide. Okay. Oh. Wow, mega cool. Sehr geil. Kann der uns nicht einfach nehmen und uns zum Baum des Lebens bringen? Falls der überhaupt so heißt, dieser Baum. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich wieder schwimmen, würde ich glatt meinen. So. Und los geht's. Schade, dass man hier nicht tauchen kann oder so. Also ich glaube zumindest nicht, dass man hier tauchen kann. Wir können es ja mal ausprobieren. Aber erstmal werden wir hier den kleinen Ferdinand wieder runtersetzen. Aber nein, man kann leider nicht tauchen. Schade. Hätte ich echt cool gefunden. Aber gut, was soll man da unten auch? Weil Items gibt es hier ja wahrscheinlich eh nicht. Hier durch? Okay.
Danke für den Hinweis, wäre mir wahrscheinlich sonst nicht aufgefallen. Naja, das Spiel ist schon echt süß, also gefällt mir richtig gut. Und ich hoffe echt so sehr, dass das jetzt mit diesen, mit dieser Grafik, nicht mit der Grafikeinstellung, sondern mit der Formateinstellung hinhaut. Ansonsten bin ich echt langsam ein bisschen beleidigt, ne? Wenn nicht, dann tut's mir leid, dann müsst ihr euch das halt weiter so angucken. Ah, hier passt der Große jetzt auch durch? Nee. Okay, nur der Kleine. Ah, hier ist ein Hebel. Okay. Ach, wie praktisch. So, gut. Hier hoch. Okay, hier ist nichts. Werden wir wohl hier lang müssen. Wir laufen beide synchron. Okay, hier. Müssen wir uns daran halten, festhalten oder was? Ah ja. Cool. Ups. Ah ja. Sehr logisch. So. Hier rüber. Ah, und darüber. So. Nee, halt mal. Der Kleine kommt mal wieder nach rechts, bitte. Und der Bruder wieder nach links, der Große. Das ist einfach leichter zu handhaben. So, okay. Ganz praktisch, springen muss ich hier nicht selber, das machen die automatisch. So, was haben wir denn hier? Eine Maschine. Kommen wir hier irgendwie rüber? Nein, das sieht nicht so aus. Dort geht es nicht weiter. Gehen wir mal hier hoch. Okay, hier ist auch nichts weiter. Da liegt was. Kann man das aufheben? Jetzt habe ich die Brüder wieder durcheinander gebracht. So. Ja. Du gehst nach da. Kann man das aufheben? Ah ja, okay. Ist das jetzt irgendein Teil für eine Maschine oder so? Oder? Auf jeden Fall müssen wir hier durch. Oh Gott, na, das kann ja was werden. Hilfe. Uns hier durchwursteln irgendwie. Ah, ich kann mir vorstellen, wofür das vielleicht ist. So rum werden wir da nicht rumkommen. Müssen wir wahrscheinlich so lang. Ja. Na, du musst noch ein bisschen nach da. Na, los. So. So. Oh Gott. Hilfe. Ey, Leute, das ist echt gar nicht so einfach. Das sieht vielleicht einfach aus, aber das ist überhaupt nicht einfach. so. Also ich kann mir vorstellen, vielleicht müssen wir das da in diese Zahnräder reinschmeißen, damit die Maschine da stehen bleibt. So. Das wäre jetzt eine Vermutung von mir, damit wir da auf die andere Seite rüberkommen. Halt, nicht so weit. So. Und hier so vielleicht rein. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So. Ja, sehr cool. Also im Moment ist das Spiel noch ziemlich offensichtlich. Noch weiß man, was man genau zu tun hat. Ich weiß nicht, ob sich das vielleicht im späteren Spielverlauf noch ändern wird. Mal schauen, ob das noch ein bisschen rätselhafter hier alles wird. Und ein bisschen kniffliger. Aber ich glaube, mit der Steuerung hat man echt schon genug zu tun. Also es ist echt, mein Gott. Nicht einfach. So, Moment. Ich will. So. Okay, was haben wir hier? Wieder irgendein Mechanismus. Da stelle ich doch mal mit dran, Kleiner. So. So, jetzt muss ich den wahrscheinlich. Aha, so lang? Okay. So. Daran. Und vermute ich mal auf die andere Seite auch. Nee, so geht's nicht. Okay, Moment. So. So. Und jetzt geradeaus. Okay. So. Prima. Also, wie gesagt, im Moment ist es noch ziemlich einfach.
bis auf die Mechanismus, genau, bis auf die Tastatur halt. Ups. So, kommt ihr hier rüber? Ja, okay, du auch. Also ich finde, der Kleine kann ganz schön weite Sprünge springen. Ah, nicht runterfallen. Okay, andersrum. So. Der Kleine muss immer rechts laufen und der Große immer links. So, okay. Ihr könnt hier rüberspringen. Und hier ist wieder so eine Leiter. Daher vermute ich mal, dass der Kleine da wieder hoch muss. So. Und wir müssen jetzt hier bestimmt was an diesem Haken machen. Vielleicht das Ding hier zum Stehen bringen oder so, dass da reinhängt. Mal gucken. Können wir da ranspringen, oder? Ah ja, ne? Achso, ich muss bestimmt die Aktionstaste gedrückt halten. Moment, ist jetzt bei mir am Headset hier ganz schön laut. Ich hoffe, es ist in der Aufnahme nicht so. Hä? Verbuggt. What the fuck? Okay, nochmal. So, muss ich jetzt vielleicht schon steuern? Nee. Jetzt die Steuerung? Nee, dann doch erst im Sprung. Dann vielleicht Steuerung. Ah, jetzt haben wir's. Okay. Ah ja, jetzt kann er hier hochklettern. Ah, Leertaste. So, okay, dann kletter mal. Okay, ja, cool. Dann kann er, okay, ja, warum auch nicht, ne? Zum Glück muss man keine drei Brüder steuern, sondern nur zwei. Oh, da unten sind so eine Riesen, oder? Dort. Ach hey. Müssen die hier arbeiten oder wollen die hier arbeiten? So. Was haben wir hier unten? Wasser mit Fischen drin. Kann man die fangen? Ich meine, die haben ja die Hasen auch gefangen. Oh, na so lahmarschig wie ihr seid, da kann man die ja gar nicht fangen. Oder kann man die irgendwie... Ich würde hätte gern einen Fisch. Bitte, bitte, ich will einen Fisch. Ich will einen Fisch. Kann man die einzingeln? Umzingeln? Irgendwie, dass man die dann vielleicht fängt? Hm. Der Kleine spielt mehr mit dem Wasser. Ah, nee, die sind ja so lahmarschig. Die können ja so keinen Fisch fangen. Okay. Ah. Bin gerade mit dem Kleinen fast runtergefallen. Ich weiß nicht, ob man hier einfach fallen kann. Ich vermute aber mal schon. Ja, so. Hier lang. Da haben wir wieder so einen Mechanismus. Okay. Ah, cool. Wir müssen uns hier ranhängen. Würde ich jetzt mal meinen. Oder? Nee. Oder doch? Ich weiß nicht. Halt. Ja, doch, Tatsache. Müssen uns hier wirklich ranhängen. Oh, da unten arbeiten die, wie blöd. Mich würde echt mal interessieren, ob die dazu gezwungen werden oder ob die da arbeiten möchten. Dann müssen wir hier wieder runter. Ja, sieht so aus. Hm. Okay, dann hier wieder hoch. Und hier kommt wieder nur der Kleine hoch. So. Ach, der öffnet hier das. Okay. Und dann muss ich mit ihm wahrscheinlich, würde ich jetzt mal meinen, weiter durch. Ah ja, cool. Uah, beeil dich. Dann muss ich loslassen. Beeil dich. Okay, es hat nicht gereicht. Ja, Entschuldigung. Hat kürzere Beine als du. Hör auf zu meckern. Los, such da. So. Es ist cool, das macht Spaß, Leute. Ehrlich, kann ich nur empfehlen, das Spiel. Ich finde es bisher richtig cool. So, was ist das? Da können wir uns ranhängen, oder was? Mhm. Achso, er muss jetzt hier wieder runter. Okay. Hm. Was ist das? Ah! Ist wie ein Kran wahrscheinlich. Moment. Was sage ich? Hui! Okay.
Okay, cool. Das war einfach. So, dann können wir mit ihm schon mal an die Kurbel hier gehen. Auch wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt actionreich ist oder so, aber es macht echt Spaß hier, diese Tastatur und halt dieses Interagieren mit Beinen. Das ist schon cool. Da ist wieder so ein Kran. Ich denke mal, dass wir den Kleinen damit wieder rüber angeln müssen. So. Oh, falsche Richtung. Ranspielen. Ja. Na ran. Noch ein Stück. So. Okay, und rüber. Ja, cool. Macht schon Spaß, ehrlich. Hui! So. Dann gucken wir hier mal weiter. Sind sie wieder vereint? Na hoch. So, okay. So, der Kleine wieder nach rechts und der Große nach links. Butter. So. Ja, ich komme ja. Ich komme ja. So, wir müssen wahrscheinlich hier. Ja. Ach so, ja, richtig. Hopp. Hopp. So festhalten und hier rüber, richtig? Ja, sieht doch gut aus. Hopp. Und hopp. Ah, ich bin ganz stolz auf mich. Ich glaube, bisher bin ich noch nirgendwo gefallen, oder? Warum lässt denn er nicht los? Ich habe doch die Taste losgelassen. Okay. Naja, okay. Gut. Gut, ihr Lieben. Ich glaube, das war jetzt auch schon wieder mehr als 15 Minuten. Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, auf die Uhr zu gucken. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und schaut dann auch im nächsten Part wieder rein. Und ich werde jetzt den nächsten Part gleich im Anschluss aufnehmen. Werde jetzt also nicht nachgucken, ob das nun mit dem Bildformat so hingehauen hat oder nicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!